Oh. Es geht zu den besoffenen Leuten mit meinem Orden in der Tasche. Und Doktor, haben Sie die Wunderdroge gefunden, die Ihren Patienten davor bewahrt, heute Nacht zu sterben? Es reicht, Sie Gauner. Ich komme morgen wieder und kaufe es mir zurück. Plus Zinsen, verstanden? Danke, Doktor. Tausend Dank. Sie sind ein guter Kerl, Doktor. Ein wahrer Retter in der Not. Jetzt öffnen Sie endlich das Geschäft, Barnes. Und zwar schnell. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Doktor. Sagen Sie einfach, was Sie brauchen. Und in weniger als einer Stunde haben Sie es. Ich suche ein Werk, das sich so detailliert wie möglich mit den Rittern der Tafelrunde und König Arthurs beschäftigt. Wenn möglich, mit Abbildungen der Wappen. Gewiss doch, so etwas müsste ich haben. Ein seltenes Exemplar, wenn ich nur wüsste, wo ich es hingelegt habe. Ich helfe Ihnen bei der Suche. Wo habe ich es nur? Wo ist dieses Buch? Wow, kann man nicht mal sagen, wie es aussieht? Hier, Ritterlichkeit und Spiritismus. Die Kehrseite der Tafelrunde. Das ist es. Habe ich recht. Genau, das ist es. Ein seltenes und sehr umfassendes Werk. Ich nehme es. Ziehen Sie es mir vom Betrag ab, den Sie mir schulden, Barnes. Ich muss jetzt los und... Warten Sie, Dr. Watson. Bevor Sie gehen, wollte ich... Warten Sie. Gleich hab ich's. Hier. Dieses Buch ist wirklich extrem selten. Es steht sogar mit 98 Pfund und 9 Pence im Verzeichnis. Es ist ein kostbares Buch und wir könnten doch... Sie haben Glück, dass ich in Eile bin, Barnes. Sonst würde ich Ihnen Ihr unverschämtes Mundwerk damit stopfen. Das wären mir die 98 Pfund und 9 Pence allemal wert. So, jetzt kann ich ja wieder zurück, ne? Die Frage ist, wie komme ich zurück? Hallo? Kann ich einfach reisen? Wo bin ich denn hin hier, ne? Da sind Sie ja, Watson. Warum hat das so lange gedauert? Haben Sie, was ich brauche? Es gab Schwierigkeiten. Aber das Buch hier wird uns weiterhelfen. Ein nutzloses Buch, geschrieben von einem unseriösen Autor. Ein Ladenhüter, den Barnes nicht los wurde. Wahrscheinlich hat es Sie nicht einmal etwas gekostet. Watson, Sie sollten mehr Herz zeigen. Dieser kleine Buchladen kann jeden Pence gebrauchen. Wenn Sie das sagen, Holmes. Schön, das sollte genügen. Während Sie herumtrödelten, habe ich die Inschrift entziffert. Die Übersetzung lautet wie folgt. Oh Gott, das Arsch. Lamorak sah den ersten Morgenstern. Boss sorgsam die Klebe schärfte. Percival griff zum Küchenschnabelgehirn. Dem Bediver war seine Bratachs Gefährte keine... Haie schwang die Partisane für gewöhnlich, doch Lancelots Ehre hielt ihn zurück. Das Schwert in der Hand eilte er wieder zum König und die beiden marschierten Reihe nach mit 1, 2, 3, 5, 6. Dieses Lied erwähnt spezielle Stangenwaffen. Watson, bleiben Sie hier und sorgen Sie dafür, dass die Kreatur hinter der Mauer nicht entkommt.
Wohin gehen Sie denn, Holmes? Ich muss herausfinden, wie man diese Tür öffnet. Ja, Stangenwaffen habe ich im... Okay. Ja, dann... holen wir die Stangenwaffen. Die waren ja da. Sie müssen Sherlock Holmes sein, nicht wahr? Der Oberwärter schickt mich. Wie kann ich Ihnen helfen? Können Sie mir bei der Identifizierung einiger Waffen helfen? Gewiss doch. Zeigen Sie sie mir und ich sage Ihnen, worum es sich handelt. Ein Menschenfänger. Die ideale Waffe für einen Polizisten. Das ist ein Luzerner Hammer. Diese Waffen sind schwer. Ich kann nur zwei auf einmal nehmen. Diese Waffen sind schwer. Ich kann nur zwei auf einmal nehmen. Was habe ich jetzt hier? Oh Gott, ist das ein Scheiß. Ich habe Luzernshammer. Wo ich auch nicht. Eine helle Barde. Ein wunderbares Stück. Eine Gisame ähnelt, wie jeder weiß, einem Fauchard. Brauche ich die helle Barde? Gefährte. Partisane. Hab ich jetzt auch nicht lieb. Eine Partisane. Eine Stangenwaffe. Das ist eine Bartaxt. Eine Art Streitaxt ohne Haken. Eine große Axt eben. Ja, die brauche ich auf jeden Fall. Die beiden. Muss ich das dazu ordnen? Oh Gott. Ein bisschen Beschäftigungstherapie hier. So, dann, jetzt habe ich ja hier die Partisane. Kaya. So, wer ist Kaya? Ist auch Kaya. Da, Kaya. Ich brauche etwas. So, dann habe ich noch die Brataxt. Die hat ja... Bediwere. Mit dem Schild nach unten. Ich brauche etwas. Diese Knochen sind Jahrhunderte alt. Aha. Hilfe. Komm nicht hinterher. Heute sagt man dazu Speer, doch im Mittelalter nannte man es eine Glewe. Dieser Haken ist ein Bec de Cobain oder auch Krähenschnabel. Dazu gehörte immer ein Hammer oder ein Stachel.
Kein Schwör, ja, ne? Ja, kein Schwör und Kleber. So, Schwert hing jetzt nicht. Kann ich vielleicht von der anderen Wand nehmen. Geil, dass es mit diesen Waffen funktioniert. Ist ja nur mal eine wegkommen und du kommst nicht mehr da. Also. Vor allem. Ach. Warte. 6 Stöcke reinstecken und fertig. Ach ja, Kleber hat der Boys. Gibt's nicht. Boys. Balin gibt's. Ach da, Boss. Da hat die Kleber. Wieso sehen die denn nicht so gleich aus? Hier bist du ohne Haar. So. Dokumente. Wer hat denn kein Schnabel-Parzival? Ach, der mit dem Herz. So, jetzt brauche ich noch ein Schwert und noch was anderes. Oh, jetzt bin ich ja noch falsch gelaufen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, kann ich hier Schwert. Kommen Sie, Mr. Holmes. Das ist bloß ein Schwert. Ganz einfach. Ein Morgenstern. Eine Schlagwaffe, sehr beliebt in der englischen Armee. Danke. Ciao, du musst nicht mehr warten. Ich bin jetzt immer weg. Ach, hat er nicht gesagt. Ja, der Arme, jetzt steht er da und wartet. Auf mich. Auf, dass ich ihn noch mehr frage. So, das hat Lancelot. Hier. 3 Dinge hat er doch, oder? Ja. Lancelot kriegt sein Schwert. Der letzte kriegt halt das letzte. Elementar. Gut gemacht, Holmes. Sehen Sie, eine Fledermaus, Holmes. Tatsächlich, Watson. Sie fürchtet unser Licht, wie Fledermäuse es normalerweise tun. Wir werden sie nur schwerlich anlocken oder fangen können. Könnten wir bloß ihre Orientierung stören? Vielleicht mit einem direkten Lichtstrahl. Passen Sie auf. Sie bleiben hier und hindern sie an der Flucht, und ich sehe nach. Wie sonst noch so? Die kriegen hier die Gräber. Lichtstrahl, Lichtstrahl, Lichtstrahl. Tja, weiß ich jetzt nicht so genau. Gibt es hier im Schlafraum noch mal Lampe? Will er nicht nehmen, ey. Diese Apparatur wird für starkes, helles Licht. So. Können wir einfach Krach machen, oder? Richtig laut. Gar nicht gut für die
Ist nicht Licht? Stört die Licht so sehr, dass sie nicht mehr wissen, wo sie hinfliegen? Was über den Schall? Verstehe ich nicht so gut. Vorsicht! Schützen Sie Ihre Augen! Oh, tot. Geschafft, Holmes! Und obendrein haben Sie noch ein hübsches Foto. Es ist ja herzallerliebst. Wozu brauche ich Ihrer Meinung nach das Foto einer Fledermaus, Watson? Geben Sie es Sergeant Wayne. Es ist seine Kamera. Das Tier hält ein Stück Papier zwischen seinen Pfoten. Die Nachricht auf diesem Papier ist nicht lesbar. Wir müssen 6 Vögel finden und einer fehlt. 2 Möglichkeiten. Entweder ist einer davongeflogen und damit auch all unsere Hoffnungen, oder es besteht trotz unseres Pechs immer noch eine Chance, dass der letzte Vogel tagaktiv ist und irgendwo hockt, um auf den Morgen zu warten. Was sollen wir tun, Holmes? Bleiben Sie wach, Watson, und warten Sie auf die Morgendämmerung und die ersten Lebenszeichen des Vogels. Später. Watson, Watson, ich höre Gezwitscher. Unsere Gebete wurden erhört. Wir müssen ihn finden, Watson, schnell! Der Vogel, Holmes. Da ist er. Ein Vogel, ja. Aber welcher? Wir müssen ihn identifizieren, Watson. Sieht aus wie ein Adler. Unglaublich. Dem Buch nach handelt es sich um einen Bartgeier. Ich habe davon gehört, aber noch nie einen zu Gesicht bekommen. Da Sie das Haus kaum verlassen, überrascht es mich, dass Sie überhaupt davon gehört haben. Und jetzt? Bartgeier, Watson. Wenn es sich doch nur um einen griechischen Geier handelte, mit einer großen Schildkröte. Eine was? Eine Schildkröte, Watson. Ist Ihnen denn Aischylos, der Philosoph, kein Begriff? Ich schlafe wohl noch. Das muss ein Traum sein. Vielleicht war ja alles nur ein Traum. Es sind die Nebenwirkungen des Albtraums, den ich hatte. Bestimmt wird Mrs. Hudson gleich... Stellen Sie sich nicht so an, Watson. Sie träumen nicht. Unsere Mission. Englands Ehre. Holmes, Sie haben gerade einen bärtigen griechischen Geier, eine Schildkröte und einen Philosophen in einem Satz erwähnt. In der Tat, Watson. Hören Sie genau zu. Aischylos war ein alter griechischer Philosoph, der an Klaustrophobie litt und geschlossene Räume mied. Es war ihm unmöglich, ein Gebäude zu betreten. Das alles kam von einer Prophezeiung, die besagte, dass er durch ein Dach erschlagen würde. Ist Ihnen bekannt, wie Aischylos gestorben ist, Watson? Sein Schädel wurde vom Panzer einer herabfallenden Schildkröte zerschmettert. Wir können unserem Schicksal nicht entfliehen. Eine Schildkröte trägt ihr Haus auf dem Rücken und der Panzer ist ihr Dach. Aber woher kam diese Schildkröte und warum fiel sie dem armen Mann direkt auf den Kopf? Einige würden es für göttliche Fügung halten. Ich aber sage, es gibt dafür eine praktische Erklärung. Bartgeier oder bärtige Geier ernähren sich vorzugsweise vom Knochenmark großer Tierkadaver. Um das Mark freizulegen, fliegen sie mit den Knochen in große Höhen und lassen sie über felsigem Gebiet fallen. Sie zersplittern und der Geier erfreut sich eines einzigartigen Festmahls. In Griechenland wurden Tiere beobachtet, die genau so mit Schildkröten verfahren, um an ihr Fleisch zu kommen. Aischylos war zum Zeitpunkt seines Todes bereits ein Greis und sein kahler Kopf muss das Licht ähnlich wie ein kahler Fels reflektiert haben. Hätte er geschützt und an einem Haus gestanden, wäre er nie von einer Schildkröte erschlagen worden. Sie können den philosophischen Aspekt dieser Geschichte gern näher studieren. Aber zurück zu unserem Bartgeier. Wir brauchen einen Köder, um die Bestie zu fangen. Holmes, lassen Sie mich das übernehmen. Ich kann eine Schildkröte besorgen und bin bald zurück. Tatsächlich, Watson? Ich weiß Ihren Mut und Eifer zu schätzen. Dann bleibt mir nur etwas zu suchen, um den Vogel zu fangen. Ach, Holmes, hätten Sie vielleicht ein wenig Kleingeld übrig? Nein, aber Sie können einen Umweg über die Baker Street machen. Ich habe mindestens 10-20 Schillingmünzen in unserem Haus versteckt. Eine kleine Übung, mit der ich mein Gedächtnis trainiere. Sie wissen schon, die Langeweile. Ist
Das ist eine Kack. Kackmünze suchen oder was? So also organisiert. Colonel Gordon. Das ist ein Kohlenheim. Eine 20-Schilling-Münze. Ein merkwürdiger Ort. Mein exzentrischer... machen. Nichts. Haha! Eine Was? Diese Ver... Haha! Eine... Ja, jetzt wird sie wieder raus. Na, gestern Nacht wollte sie nicht. Noch ist auch dunkel. Jetzt mir das Fenster nicht auf, ist mir zu kalt. Haha! Eine... Holmes Tisch für Experten. Ja. Wohl auch was in meinem Zimmer versteckt. Holmes Schmink und Accessoires. Ein merkwürdiger... Eine 20-Schilling... Eine 20-Schilling-Münze. Eine 20-Schilling-Münze. Perfekt. Sie haben nicht alle gefunden. 9. Super. Irgendwo so ein blödes Handsymbol übersehen. Das ist ja falsch. Ja, ich...
sie die Hocke. Haha! Eine 20-Schilling-Münze. So, jetzt habe ich alle. Ja, kannst du schön am Bildschirm reiben. Wie viel kostet eine Schildkröte? Der Champion ist unbezahlbar, Kumpel. Den Verlierer bekommen Sie für 10 Pfund. Wie viel kostet eine Schildkröte? Der Champion ist unbezahlbar. Und ich habe 2 Pfund. Wie viel kostet eine Schildkröte? Der Champion ist unbezahlt. Ja. Hä? Was darf es sein? Ein Rachenputzer? Ab, du Säufer! Zehn Schillinge. Nee, 10 Pfund. Oh oh, Bug. Bug-Alarm. 10 Pfund. 10 Schillinge. Mehr als 10 Schillinge. 10 hat er. Das ist bescheuert. So, ich nehme den in der Ecke nahe dem Fenster, links vom Kamin und dem Brief, eine Schublade auf dem Schreibtisch, in der Nähe des Eingangs. Für den Arm und den Mikroskop unter dem Bonbonierer versteckt hinter dem Garderoben haben. Ja, da habe ich da überall drauf geklickt. Ach Gott. Eine 20-Schilling-Münze. Perfekt. Sei 11. Es kommt trotzdem kein Satz. Wie viel kostet eine Schildkröte? Der Champion ist trotzdem nicht kaufen.
so. Wie viel kostet eine Schildkröte? Der Champion ist unbezahlt. Juhu.